Driften in Need for Speed. Das ist eine Sache, die sich über die Jahre immer mal wieder geändert hat. Wir schauen heute mal drauf, wie sich das verändert hat. Von Underground bis hin zu Unbound. Wir nehmen nicht alle Teile, die dazwischen waren, ran, aber wir gucken einfach mal. Underground zum Beispiel, hatten wir letztens erst noch drüber ein Video gehabt. Da war das Driften eigentlich ziemlich gut und geschmeidig. Das Ding war halt, die Physik hat sich extra geändert fürs Driften. Du hattest halt eine komplett andere Physik beim Driften, als wenn du normale Rennen gefahren bist. Und ich finde, Underground hat das damals eigentlich ziemlich gut hingekriegt. Also man konnte die Karren schon gut kontrollieren. Die Drifts haben sich gut angefühlt und ja, es war einfach cool, da die Punkte zu machen. Und es konnte unter Umständen natürlich ein bisschen schwer sein, je nachdem, jedes Auto hat sich natürlich anders verhalten. Das kam auch noch dazu und dann musste man natürlich auch schauen, ob es einem überhaupt liegt, weil Driften ist ja auch so eine Sache, die nicht immer so einfach ist und manchen Spielern schwerer fällt, manchen anders dann leichter. Aber an sich ist das eigentlich auch nichts, was man nicht lernen kann. Aber Underground war da eigentlich relativ zugänglich, aber auch jetzt nicht super einfach. Aber wenn man es erstmal konnte, dann hat man da eigentlich ziemlich easy ordentlich Punkte rausgeholt. Und deswegen war Underground auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele in Sachen Driften damals. Es ist einfach geschmeidig und macht Spaß. Ja, so wie es sein soll. Underground 2 hat das eigentlich genauso gehalten wie Teil 1. Auch hier hattest du eine extra Driftphysik, die gewechselt hat, sobald du halt in einem Drift-Event warst. Und hat sich halt auch genau anders dann wieder verhalten, wie als wenn du normale Rennen fährst. Also im Grunde wie in Underground 1. Du hast quasi zwei verschiedene Physikarten gehabt. Und dann gab es halt hier diese abgesperrten Strecken. Aber auch in den Bergen konntest du ein bisschen driften und Fettpunkte abkassieren. Also das war schon anders als in Underground 1, weil gut, Underground 1 hatte halt auch keine freie Fahrt damals. Da gab es halt noch nicht die Open World. Sollte mal kommen, beziehungsweise sollte eigentlich so sein, aber da hat die Zeit wohl nicht mehr gereicht. Aber da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und ja, ich finde, eigentlich tut sich da nicht viel. Ein bisschen anders hat er sich schon angefühlt in Underground 2. Auch da galt wieder, das eine Auto ist besser, das andere ist schlechter, aber du hattest halt auch viel Abstimmmöglichkeiten. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei Carbon, denn Most Wanted hatte ja keine Drifts. Ja, leider nicht. Wäre eigentlich bestimmt ganz cool gewesen, aber naja, sollte halt nicht sein. Dafür kamen sie in Carbon wieder zurück und dort konnte man in den Canyons driften, aber es gab natürlich auch abgesperrte Strecken und da war das Driftverhalten aber auch wieder komplett anders. Es war halt wieder so gehalten, du hast eine Physik, wenn du normale Rennen fährst und wieder eine extra Physik, wenn du driftest. Und die Driftphysik war halt anders als in Underground 1 und 2. Hier hat man wirklich schon gemerkt, ja, da ist auf jeden Fall irgendein System im Hintergrund, was dich dann driften lässt. Also es war irgendwie, es wirkte nicht mehr ganz so geschmeidig, ja. Es war schon ein bisschen schwieriger, vor allem, wenn du das lange nicht gemacht hast oder zum ersten Mal machst, ist es eigentlich relativ schwierig sogar, je nachdem, was für ein Auto du hast. Also in diese Steuerung wieder reinzukommen, ist relativ schwierig. Du musst nämlich sehr viel mit dem Lenkrad da arbeiten, mit dem Lenken. Und mit dem Gas. Es ist ganz viel Fummelei, um die Autos perfekt zu driften. Das galt auch wieder, aber diesmal noch extremer als vorher. Manche Autos sind besser als andere. Und ja, der RX-7 hier war jetzt, zumindest so wie ich den getuned hatte, jetzt nicht unbedingt der Überbrüller. Ich meine, so Corvettes und die Viper waren, glaube ich, ganz gut im Driften. Aber ich habe jetzt einfach den RX-7 hier genommen für das ganze Video. Fast, außer, ich glaube, bei Unbound gleich haben wir einen anderen Wagen. Ja, Carbon war schon eigenartig in Sachen Driften. Also als ich das da gemacht habe, brauchte ich echt ein paar Versuche, um da wieder reinzukommen. Ne? Aber es war immer noch besser als in heutigen Spielen. Ne? Die haben halt drauf geguckt, dass sie diese Physik teilen. Weil sie halt damals wohl nicht hingekriegt haben, das zu vereinen. Dass du im freien Modus so gut driften kannst, wie halt mit der Driftphysik in Driftrennen. Ne? Ich habe keine Ahnung. Das war wohl noch nie so deren Stärke damals. Aber ja, Carbon war da schon wirklich extrem anders als die Vorgänger. Und ja, damals konnte ich das ziemlich gut, aber heute, wow, es ist wirklich schwer da reinzukommen. Damals gab es ja richtig Schlägereien in den Ranglisten um Platz 1, was das Driften angeht. Auch ich habe da damals mitgemacht.
Aber gut, die Zeiten sind lange vorbei, die Server sind offline. Und ja, dann kommen wir jetzt gleich mal zu den modernen Teilen. Und da wissen wir eigentlich alle, fühlt sich das Driften merkwürdig an. Denn da versuchen sie natürlich Driftphysik und normale Physik zu vereinen. Klar, es gibt zwar Driftfahrwerke bzw. Driftreifen und so weiter, aber die Autos verhalten sich allgemein in Anbauen zum Beispiel ziemlich merkwürdig. Mir fällt es immer sehr schwer, das irgendwie zu beschreiben, weil das Heck bricht halt ganz komisch aus und wenn es dann ausbricht, wirkt es halt wirklich so erzwungen und voreingestellt, als wenn das... Also es ist ganz komisch, ich kann es halt nicht erklären, aber ich denke, die meisten wissen, was ich meine und man sieht es ja auch hier. Und die Autos sind super schwer abzustimmen. Ich meine, was ich hier an Drifts hingelegt habe, ist sowieso nicht das Beste, was man sich vorstellen kann, weil ich drifte nicht aktiv in dem Spiel und ja, wenn man es ein bisschen übt, geht es besser und natürlich kann man die Autos noch besser einstellen, aber ich weiß, der 240 SX hier, den ich fahre, der ist eigentlich ein ziemlich guter Drifter, den habe ich damals nämlich oft genommen für Drifts und da habe ich auch gut abgeschnitten, also ist auch ein bisschen Übungssache, aber trotzdem ist es halt wirklich komplett anders. Es wirkt alles so ein bisschen überhastet, wenn das Auto reagiert, ganz komisch, du fliegst dann zu einer Seite weg, kannst aber dann im Umkehrschluss nicht geschmeidig das Auto dazu bringen, in die andere Richtung zu driften, also das wirkt alles so ein bisschen holprig. Und das stört halt extrem. Auch wenn du Grip-Autos hast, kann das halt passieren, dass das Auto ausbricht. Und das ist auch halt einer der großen ja, Kritikpunkte eigentlich an dieser ganzen Fahrphysik der neuen Need for Speed-Teile. Dieser Übergang zu den Drifts oder das Herauskommen aus einem Drift ist einfach irgendwie, es fühlt sich ungenau an. Ein bisschen holprig halt, nicht so geschmeidig, wie man es aus einem Forza kennt oder aus den alten Need for Speed-Teilen. Ne, wie in Underground zum Beispiel, die Drift-Physik, hier ist es halt wirklich, ist es alles kombiniert. Da gibt es keine extra Drift-Physik, wenn du in einem Drift-Event oder so bist. Und ja, es ist sehr schwer einzustellen, leider. Und selbst Heat hat das besser hingekriegt. Ich meine, in Heat war die Fahrphysik eigentlich nicht großartig anders als in Unbound. Das Spiel hatte genauso seine Probleme mit den Drifts und so weiter, aber es war möglich, gute Drifter zu bauen. Ne? An sich fand ich das Driften allgemein in Unbound und Heat jetzt nicht so geil, aber wie gesagt, in Heat konntest du wenigstens einen vernünftigen Wagen zusammenbauen, was ich ziemlich wild fand und deswegen schauen wir da auch einfach mal drauf. Ich meine, ich hatte sogar schon mal irgendwann damals ein Video dazu gemacht, wie man sich einen guten Drifter baut. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den RX-7 mit einem Drift King Design und der driftet sich, so wie ich den eingestellt habe, komplett anders als fast alle anderen Autos, denn bei dem Ding wirkt das alles ein bisschen flüssiger. Der Wagen rutscht halt so grob, wie du es möchtest, es wirkt nicht so holprig oder sonst was. Hier hat sich auch, by the way, einer versteckt. Keine Ahnung, was der da getrieben hat. Aber okay. Das Geheimnis war halt Drag-Reifen. Hier bei diesem Setup auf dem RX-7 sind Drag-Reifen installiert, die das Ganze ein bisschen rutschiger machen. Und ja, dadurch fehlt dir quasi der Grip in den Kurven und so weiter. Weil Drag-Reifen sind halt dazu gedacht, geradeaus zu fahren. Eigentlich sollten die ordentlich Grip haben, aber ja, du rutscht hier halt viel besser durch die Kurven und so weiter, als wenn du Driftreifen drauf hast. Weil wenn du Driftreifen drauf hast, sieht es aus wie vorhin in Unbound. Ziemlich holprig, der Wechsel der Richtung ist schwierig. Und mit den Dragreifen konnte man das damals halt kontern. Natürlich kommt es auch noch auf einige andere Einstellungen an. Muss ich mal gucken, ob ich das Video eventuell finde, falls einer Interesse dran hat. Ja, und deswegen war Heat eigentlich drifttechnisch noch besser als Unbound. In Unbound gibt es ja keine Driftreifen mehr. Dragreifen, Entschuldigung. Warum auch immer. Die haben jetzt zum Beispiel in dem letzten Update noch so einen Drag Buick reingehauen. Aber es gibt weder Drag-Reifen noch den Drag-Modus an sich. Ja, es gibt halt keine Drag-Rennen mehr seit Payback eigentlich. Ne? Payback war der letzte Teil mit Drag-Rennen. Und ist natürlich fragwürdig, warum man so ein Feature einfach rausnimmt. Aber ja, was die Entwicklung von Need for Speed angeht, haben wir auch schon einige Videos gemacht. Schwierig, ne? Ganz schwieriges Thema hier mit Need for Speed allgemein. Da fragt man sich immer wieder, was die da für Entscheidungen treffen. Aber ja, Heat war auf jeden Fall in meinen Augen in der Hinsicht besser, zumindest mit dem Tuning. Und schon ein Schritt in die richtige Richtung, sag ich mal. Es war, wie gesagt, mehr oder weniger gemogelt und ich glaube auch mal, das war von den Entwicklern gar nicht so gedacht oder die wussten selbst nicht, dass das möglich ist.
Die haben sich wahrscheinlich genauso gewundert, als sie auf einmal Videos gesehen haben, wo das so geschmeidig aussieht. Und ja, blöder Zufall, ne? Ein Driftfahrzeug mit Drag-Reifen driftet besser als ein Komplett-Driftwagen mit Drift-Reifen. Also, ja, sehr interessant. Und ja, das war es eigentlich schon. Natürlich gibt es jetzt noch andere Beispiele, wie die Need for Speed Hot Pursuit oder so. Aber, ja, da können wir vielleicht ein andermal nochmal drauf eingehen. Da hat sich das Driften eigentlich auch relativ gut verhalten. Aber was so diese Open-World-Teile hier angeht, war das Driften eigentlich schon immer eher so ein Krampf. Und ich glaube, das ist auch so der Hauptpunkt, der dem Spiel ein Beinchen stellt in Sachen Handling. Ne? Diese Übergänge in die Driftzeit sind immer ziemlich kritisch und störend an manchen Stellen. Und ich finde, daran hätten sie am meisten arbeiten müssen. Einfach, dass das nicht mehr so, ja, huckelig ist. Aber ja, erzählt mir gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Habt ihr damals in den alten Teilen gedriftet? Wie fandet ihr die alte Driftphysik im Vergleich zu den modernen, jetzt zum Beispiel Unbound? Und ja, wie seid ihr gedriftet in Heat? Hattet ihr auch ein Setup mit Drag-Reifen? Also ich fand, wie gesagt, immer am besten so. Aber naja, haut mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und dann war's das für dieses Video mal wieder. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, abonnieren. Nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht getan habt, den Kanal zu unterstützen. Und ich bin raus. Ciao.